It's lost forevermore. Der Weinmann ist jetzt komplett in dem Asteroiden verschwunden für mich. Ja, bei mir ist das Schiff, mit dem du da meinst, in zwei Teile zerbrochen. Ja, ich weiß, weil ich den Weinigoller aufhalten musste, der wollte wegfliegen. Ich weiß nicht, was hier gerade los ist. Ich glaube, da ist eine Cargobox explodiert. Ich weiß nicht. Zed escalated quickly. Indeed. Laggt ihr irgendwie, oder? Nee. Also, ich kann meine Tools wechseln, ohne Props. Das ist sehr besorgniserregend. Der Asteroid hat ganz schön an Integrität verloren über die Jahre. Wieso hat das Drillschiff keinen Strom mehr? Weil ich das Uran rausgeklaut habe, bevor der Reaktor weg explodiert. Weil da ist eh nichts mehr dran. Ich wollte gerade wegfliegen. Ausladen. Ausladen? Ja, da gibt's nichts mehr zum Doch, Ausladen. Da ist ein Kalkcontainer. Man könnte es ja eh nicht damit fliegen können. Immer alles kaputt machen, ne, Alex? Nichts sorry. Fertig bekommen und immer alles kaputt machen. Ich bin halt besser im kaputt machen, als im aufbauen, sorry. Ja. Hui. Ich meine, die Teile, die rumfliegen, abbauen. Ob's denen gefällt oder nicht. Kevin, bist du noch hier beim Dings? Nein. Muss man meine Lunchbox aufheben? Nee. Schade. Nicht? Okay. Tschüss. Kann Räder bauen. Kann man? Mhm. Wie lange warst du schon nicht mehr in Space Engineering? Ich glaube, zwei oder drei Sessions haben wir ohne Seele gemacht. Was? Ich glaube, zwei oder drei Sessions haben wir ohne Seele gemacht, war ich mir nicht sicher. Ah. Du warst ja noch in Real Life hat, lol. Was ein Nerd. Ja. Das Real Life ist stark in mir. Hm. Nur wieder vierte Mitte sein. Ich frage mich immer noch, wo der Mining Hall verschwunden ist. Oh, er kommt wieder raus aus dem Asteroid. Das ist ein Kind! Ja! Schnell, wir müssen ein Beacon ranbauen und ein Solarpanel. Damit wir das wiederfinden. Oder? Gehen wir da einen Fick drauf? Hier gehen wir keinen Fick drauf. Juhu, mein Hund. Juhu. Okay, ich werde jetzt hier mich hinstellen, kurz auf K, und den Leuten zeigen, wie episch der Mining Hauler sich aus dem Asteroiden erhebt und kurz auf K gehen. Gleich wieder. Oh, ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist. Das war keine gute Idee. Zähne? What the fuck? Der Mining Hauler, also der Asteroid kriegt ein Kind und ich dachte so, ob mein Schiff den so bremsen kann, habe ich angedockt, instant, das Landgear zersprochen und zerstört worden. Okay, da bin ich wieder. Okay. Der Mining Hauler hat mein Landgear kaputt gemacht. Wer hat Landgear kaputt gemacht? Der Mining Hauler. Welche? Deine? Ja. Was hast du schon wieder gemacht? Ich hab auch gesagt, so, mal andocken. Ist zerstört. Das Ereignis, was ich vorhin angekündigt habe, ist eingetreten. Meine Eltern sind wieder da. Die Ruhe ist dahin. Es ist ein Junge. Es ist ein Hauler. Guck dir an, wie der gerankt wurde, Alter. Hier hat sich dir der Chipschenker reingeschenkt. Gerade so am Reaktor vorbei, ey. Naja, das drück ihn wieder rein. Oh nein, das will ich nicht. Drück es wieder rein. Ey, wir könnten ihn aktuell ausbremsen, ne? Hast du mal ein bisschen Uran? Gyroskope sind noch in Ordnung. Es ist ein Brawler. Schnell, Uran. Wir müssen ihn zum Atmen bringen. Hast du nicht noch Uran im Inventar? Von dem anderen Schiff? Nein. Das ist schon weggebracht. Pass auf das Ding auf. Okay, halt's fest. Okay.
okay. Wo nicht deinen Pollermann in das Ding so reinstecken. Das Gute ist, wir dürfen das Ding jetzt per Hand abarbeiten. Oder wir lassen den da einfach stehen, als Denkmal an die Geburt. Was ich mir auch interessant finde, wenn man so drüber nachdenkt, nach einer bestimmten Laufdauer von so einem Space Engineer Server, so ein dedicated Ding, fliegt es, also hat man irgendwie im Weltall nach ein paar Kämpfen oder so etc., fliegt irgendwann halt einfach Schiffe durch die Gegend. So Wracks und sowas alles. Ja. Da ist Strom drauf und trotzdem trifft sie die Richtung. Rock, kein Thruster mehr oben. Ist Thruster. Muss ich drehen. Oh. Welche Richtung fliegt der jetzt? Nach oben. Weil oben keine Thruster sind. Unten sind auch keine und trotzdem fliegt der nicht nach unten. Ja. Mann. Er hat nur noch links und rechts Thruster. Ja, und nach unten und zum Abbremsen. Und nach hinten. Müssen wir mal einen neuen Rennen bauen. Wenn es uns dreht, sehe ich nicht mehr. Oh, das können wir ändern, du. Nein. Das arme Baby. Das wäre Kindesmisshandlung. Ich bin tot. Wieso? Weil ich gegen die Maschinen-Station geflogen bin. Hab irgendwie ein bisschen gelaggt und... Naja. Was hier eigentlich gehört. Mit den besten Astronauten passiert. Wir sind Engineers. Trotzdem sind wir Astronauten. Was haltet ihr davon, dass ein Deutscher in der ISS jetzt rumwohnt? War ja... da ist so nicht der erste Deutsche. Nein, ein Deutscher. Der 11. Der erste Mensch auf dem Mond. Das ist der 3. auf der ISS und der 11. im Weltall, glaube ich, war das. Schön. Mhm. Was haltet ihr davon? Keine Ahnung, wie gesagt. So besonders ist es ja jetzt nur noch oder nicht. Oh, ein Deutscher. Oh, ist auch ein Mensch. BTW, Alex, hatte ich dir erzählt, dass... Oder hat dir einen Link geschickt, dass ein Stargate-Remake geplant ist? Ja, hast du. Ah, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß ja nur, der Film ist. Und ich hätte, sie hätten es, finde ich, statt ein Remake zu machen, weiterführen. Was denkst du? Voll korrekt. Besonders, dass der Film wäre nicht wie eine Serie. Weil der Film gar nicht mal schlecht war. Ja, ich will keinen Stargate-Film, ich will wieder eine Serie. Ich auch. Am besten halt, was jetzt auch in dem gleichen Universum spielt, wo es halt schon die ganzen anderen Sachen gibt. Das sieht voll cool aus, wie du meinst. Von mir ist auch ein neues Universum, weißt du, aber... Sie könnten hier richtig eine Off-Story machen über die Antike. Hä? Ja. Du solltest auch die Station anmalen. Sehr kreativ. Der Farbe. Drück P. Keine Ahnung. P. Du bist hier der Maler. Oder frag dich der Elektriker, wie er die Starkstromleitung verlegt, wenn er bei dir im Klo den 5 Zoll, den 50 Zoll der LSD. Dauert zu lange. Der dauert zu lange. Der Diss. Was? Ist kein Diss. Eine Erklärung. Diss. Fick dich. Brauch dich nicht zu dissen. Deine Existenz ist schon Beleidigung genug. Oh! Wie mache ich das jetzt, dass das so scheiß Fels aussieht? Was? Was wolltest du machen? Ja, wie färbe ich die Scheiße jetzt ein? Mit Mausrad. Weißt du überhaupt irgendwas, Mann? Mausrad? Ja, Mausrad drücken. Drück das Mausrad. Das ist schon ganz schön das Krab, weißt du das? Hä? Sieht gar nichts. Are you fucking kidding me? Wo bist du? Ja, an der Station. Ja, ups, da oben. Guck direkt so ein... Wir sehen mal einen Block aus oder so. Du musst einen Block in der Hand haben, genau. Nein, also jetzt nicht ein Tool, sondern ein Block. Block, habe ich da gesagt. Ja, wer hat ein Tool in der Hand?
Ja. Achso, lol. Okay, warte. Ein Block. Richtig intens. Der Seele. Ein kleiner Mongo. Und jetzt ist es ein Standard-Mausrad umfärben, nachdem du, wenn du bei P die Farbe eingestellt hast. P steht für Pelikan. Nee, für Pelikan ist eine Füllermarke. Ah. Lass deiner Kreativität freien Lauf. Das Einzige, was du nicht mehr umfärben brauchst, ist das unterhalb der Station. Doch, das kannst du auch neu einfärben. Nee, ich finde die Farbe da ganz nett. Nee, doch. Alles einfärben. Alles. Kannst du dich wie so ein richtig kleines autistisches Kind auf einem weißen Papier austoben? Nee, meine. Und Tipp Nummer 1. Niemals in den Thruster gucken, der ein bewegendes Schiff ausbremsen soll und den man gerade zusammenbaut. Meine Aufnahme hat sich gerade kurz aufgehangen. Das ist schlimm. Ich verzeih dir. Ich mir auch. Weil bewegt sich der Mining Roller jetzt noch? Ja, keine Ahnung. Ich bin Kevin. Ich sag, er bewegt sich noch. Gut, er auch. Ich weiß aber nicht genau, in welche Richtung. Das macht mich traurig. Da bewegt sich in die Richtung, okay. Ich war heute schon wieder sehr produktiv. Du weißt ja, das war's. Ich hab schon wieder zwei Schiffe verschrottet, wa? Was? Nicht. Wer war scheißen? Du. Weil du meintest, du warst kreativ. Produktiv. Du bist jeder, der kreativ ist. Du Autist. Erstaunlich. Was ist denn mit den roten und. Das kannst du alles hier oben. Das kannst du auch umändern. Das hat das alles Alex gemacht. Und hat Alex gemacht, deswegen ist es minderwertig. Ja, ich bin Kevin. Ich bin die Master Race. Nee, keine Ahnung, ich hab da einfach irgendwas gemacht. Ein bisschen rumgespielt mit meinem Penis. Und dann ist halt die Farbkonstellation rausgekommen. Kevin fand's nicht so prall. Ah, die Zuschauer unter meinen Videos haben gesagt, ah, oh, voll die coole Farben. Beste, ich würde hier jederzeit meine Station anmalen lassen. 11 von 10 Punkten. Das ist, Kevin, ist nicht jeder deiner rassistischen Meinung. Und irgendwie lag ich ein bisschen. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Ich nicht, also. Warum ich hab für sie einen Ablauf. Nächstes Mal probieren wir das. Besonders wenn wir zu dritt sind. Was denn? Dedicated Server. Probieren wir nächstes Mal. Okay. Vielleicht können wir dann noch einen vierten einladen und dann können wir so den Spielplatz mit uns verlosen, keine Ahnung. 100 Abo-Special von dir, Kevin. Hältst du davon, hä? Keine Ahnung. Schüchtern. Ich hab das. Ich trau den Leuten nicht. Die werden mich trollen wollen oder uns. Wir können ja ein Safe State vorher machen. Wenn dann halt eine Special-Folge und nicht so wirklich eine Let's Play-Folge. Und dann halt mit denen irgendeine Scheiße machen. Müssen wir halt im Voraus planen. Oh wow, wie weit ich schon geflogen bin mit meinem Schiff. Können wir uns ja nochmal nach dem Let's Play drüber auseinandersetzen. Wir haben ja sowieso nicht mehr sehr viel Zeit. Habt ihr das eigentlich schon mal gehört? In der Ukraine, der neue Präsident, der ist Schokoladenoligarch. Also ich weiß, dass das ist und so. Was macht der? Der ist reich geworden durch Schokolade. Lol.
Das ist dein Vorbild. Ah ja, das und irgendwas ist anderes. Typi, ne?